So, jetzt kann es nicht mehr weit sein. Ich schaue auf mein Handy. Es sind nicht einmal mehr 50 Meter bis zum Cache. Ich steige vom Fahrrad und schiebe den Drahtesel ein Stück in den Wald hinein. Anschließend brauche ich es bei dem nasskalten Wetter wohl nicht. Nur ein Verrückter wie ich wird sich heute hier herumtreiben, um nach einer Tupperdose zu suchen, die ein Unbekannter hinterlassen hat. Ich lehne das Bike vorsichtig gegen einen Baum und löse das iPhone aus seiner Halterung. Dann schalte ich die Geocache-App auf Kompass. Noch 34 Meter. Ich warte einen Augenblick, bis sich die virtuelle Nadel stabilisiert hat und gehe dann zügig zwischen den Bäumen hindurch. Einige Schritte weiter macht die Nadel plötzlich einen kleinen Hopser. Noch 450 Meter. Ich bleibe stehen und beobachte, wie die Nadel noch ein wenig springt und sich die Meterzahl dann wieder verringert. Mist! Wie so oft im Wald kommt das GPS-Signal nicht vernünftig zwischen den Bäumen hindurch. Noch einmal gehe ich ein paar Schritte und bleibe dann wieder stehen, während die Kompassnadel sich hektisch bewegt. Also stelle ich zurück auf die Kartenansicht und versuche, die ungefähre Richtung zu schätzen. Die einfachen Caches sind meist nicht so schwierig zu finden. Ich sehe mich um und überlege, wo die Dose versteckt sein könnte. Rechts von mir steht ein dicker Stumpf, der bereits so morsch ist, dass er beim Anschauen schon auseinanderfällt. Kein gutes Versteck. Trotzdem gehe ich einmal um den abgestorbenen Baum herum, brösele mit der Fußspitze etwas Rinde ab. Hier ist nichts. Linke Hand liegt eine umgestürzte Buche. Darunter könnte etwas sein. Ich fühle mit den Händen an der Unterseite entlang und greife dann in eine kleine Mulde, die unter dem Stamm im Boden ist. Igitt! Ich wische meine mit Moos und Erde verschmierten Hände an der Jeans ab. Dann steige ich über das Hindernis. Ein paar Meter vor mir ziehen dünne Nebelschwaden über den Waldboden. Am Rande meines Blickfelds nehme ich einen Schatten wahr, der sich schnell bewegt. Mich überläuft ein kalter Schauer und ich verfluche alle Zombie-Filme, die ich in den letzten Wochen gesehen habe. Es war eine blöde Idee gewesen, bei diesem Mistwetter durch den Wald zu stapfen. Ich werde die Suche abbrechen. Gerade drehe ich mich um und will über den Baum zurücksteigen, der quer über dem Weg liegt. Als hinter dem Stamm schemenhaft ein Gesicht auftaucht, dann ist es wieder weg. Ich fahre erschrocken zusammen. Ich höre Geschrei, verstehe aber die Worte nicht. Instinktiv ducke ich mich hinter die umgestürzte Eiche. Seltsam, war das nicht eine Buche gewesen? Nein, es ist eine Eiche. Eine Gruppe Leute rennt hektisch an mir vorbei. Sie sind merkwürdig gekleidet, tragen Umhänge und Waffen und schreien sich in einer Sprache an, die ich nicht verstehen kann. Offenbar bin ich in ein Labspiel hineingeraten, bei dem noch verrücktere Leute als ich sich als Fantasy-Krieger verkleiden, um mit Gummiwaffen Jagd aufeinander zu machen. Klar, wer ein solches Event plant, bricht es nicht wegen ein bisschen Regen ab. Der Lärm, den die Gruppe veranstaltet, ist atemberaubend. Immerhin haben die ihren Spaß. Ich grinse kurz in mich hinein. Da muss man schon speziell sein, um so durch den Wald zu rennen. Tja, und was mache ich hier? Genau, Dosen suchen ist auch nicht jedermanns Sache. Ich mache mich auf zu meinem Mountainbike, gehe den schmalen Pfad lang, auf dem ich hergekommen bin. Meine Kleidung ist klamm und schmutzig. Wenn ich nach Hause komme, mache ich mir erstmal einen großen Milchkaffee und ziehe ein paar trockene Hosen an.
Seltsam, kein Fahrrad. Ich gehe noch ein paar Schritte und konsultiere mein Handy. Kein Netz. Na, toll. Ich sehe mich um, drehe mich im Kreis und betrachte die Bäume. Laufe ein Stückchen nach links, dann wieder nach rechts. Hier muss irgendwo der Weg sein, an dem ich mein Rad gelassen hatte. Nichts. Schlaue Leute nehmen zum Cachen immer eine Umgebungskarte mit, falls das Handy runterfällt oder der Strom ausgeht, hatte ein Kumpel doziert, der früher Pfadfinder gewesen war. Aber noch nicht in diesem winzigen Stück voller Bäume, mitten in der Stadt. Okay, keine Panik. Das Waldgebiet ist wirklich nicht sehr groß. Ich habe es mir auf der Karte angesehen, bevor ich losgegangen bin, und irgendwann werde ich schon wieder Netz haben. Ich könnte vielleicht diese Gruppe finden, die vorhin lärmend hier durchgerannt ist. Hallo? Frage ich laut in den Wald hinein. Keine Antwort. Ich gehe einige Schritte herum und rufe noch ein paar Mal laut in alle Richtungen. Die müssten mich doch hören können. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass Bäume auf der Nordseite das meiste Moos haben. Ich betrachte also die Bäume genau und versuche abzuschätzen, ob mir das zumindest eine Idee gibt, in welche Richtung ich gehen sollte. Welche Richtung ist ja egal, solange ich nicht im Kreis laufe. Also atme ich tief durch und gehe aufs Geratewohl nach links, wo ich zwischen zwei Büschen und Brombeergestrüpp einen Weg zu sehen glaube. Ob ich die Bäume markieren soll? Ich gehe zügig durch das Unterholz, rufe ab und zu laut und versuche, mir die Hosen nicht an den Brombeerranken zu zerreißen. Vor mir öffnet sich eine kleine Lichtung. Auf dem Boden sind die Abdrücke von Pferdehufen zu sehen. Ein Glück, ein Reitweg. Na also, geht doch. Ein kurzer Blick aufs Handy, immer noch kein Netz. Ich folge jetzt einfach dem Reitweg. Der muss schließlich irgendwo hinführen. Ich stapfe geradewegs zwischen den Bäumen hindurch und folge den Spuren im matschigen Waldboden. Nach einer knappen halben Stunde erreiche ich ein verfallenes Steinhäuschen. Ich bin müde und es wird dunkel. Unfassbar, dass ich mich in einem Wäldchen, das nicht einmal 2 Quadratkilometer misst, so gründlich verirrt habe. Ich suche mir im Dämmerlicht eine einigermaßen trockene Stelle und stöbere in meinem Rucksack. Ich finde eine Taschenlampe, eine Pinzette, ein paar trockene Handschuhe, die Schlüssel für Fahrradschloss, Haus- und Wohnungstür, eine kleine Flasche Wasser und 2 Müsli-Riegel. Was man halt so dabei hat, wenn man nur schnell einen Cash geben will. Mein Telefon meldet inzwischen nicht mehr nur kein Netz, sondern verkündet auch noch 15% Strom. Ich mache das nutzlose Ding aus und finde mich damit ab, hier die Nacht verbringen zu müssen. Zum Glück ist es noch nicht sehr kalt. Gemütlich wird es allerdings nicht werden. Hoffentlich hole ich mir keine fette Erkältung. Sobald in der Früh die Sonne aufgeht, werde ich schon einen Weg aus diesem Wald finden. Und dann gehe ich erstmal heiß duschen. Ich esse einen Müsli-Riegel gegen den Erbsenhunger. Warum kaufe ich Idiot eigentlich immer die leckeren Zuckerdinger? Hätte ich die besseren Riegel gekauft, würde zumindest ein bisschen was Nahrhaftes in den Magen kommen. Ich versuche mich zu entspannen und starre in die Dunkelheit.